Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Mist Survival. Wie wir sehen, sind die Hühner immer noch da. Das ist sehr schön. Also meine vier Hühner sind tatsächlich gespeichert. Es hat tatsächlich gestimmt, was man uns gesagt hat. Also was steht, es bleibt alles beim Alten. Das finde ich super. Wie spät haben wir es? 16 Uhr. Vielleicht gehe ich doch erst morgen los. Einfach nur aus Gründen. Das wollte ich gar nicht. Okay. Da sehe ich wenigstens, wie weit es getrocknet ist. Ah! Das trocknet aber schön. Will das noch roh? Aus zwei Gründen. Erstens, ich habe da das Problem, ich bin verletzt und ich will eigentlich keine Bandage verwenden. Und ja, Tag 76. Ach, wir haben Zeit. Da schlafe ich doch nochmal ein Ründchen. Oh, genug gearbeitet. Und mein Leben geht ja auch hoch dadurch. Oh, da geht noch ein bisschen. Nochmal 6 Stunden drauf. Und ich bin total geheilt. Was machst du in meinem Haus? In meinem Zimmer. Darfst da gar nicht sein. Schäm dich, Mädchen. Und bevor wir losgehen, würde ich sagen, wir essen mal das hier nicht vergammelt, aber dieses verkokelte Stück. Wir trinken uns Sitt. Und dann können wir eigentlich mal kurz speichern und losfahren. Der Bär ist auch wieder da. Brumm, 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 brumm. Jetzt könnten natürlich wieder Räuber da sein. Da muss ich natürlich erstmal gucken. Oder ich fahre einfach dran vorbei. Warte. Oh, nehme ich mal Pfeil und Bogen. Da sind sie einfach mal vom Himmel gefallen. Habt ihr das gesehen? Da ist einer. Und die haben ja immer die tollsten Waffen und die geben ja natürlich nichts davon ab. Ui, das sind. Das sind vielleicht ein paar zu viel für mich gerade. Ich glaube, der weiß noch nicht, was er gesehen hat. Nee, er hat mich nicht gesehen, nicht wirklich. Na, ich kann nicht einen mit dem Bogen wenigstens erledigen. Aber der Schaden, den die halt machen, ist halt wirklich exorbitant hoch. Wenn sie, die haben halt Schusswaffen. Hallo? Hänge ich gerade einfach mal einen Baum fest? Schön.
Kacke. Der ist tot. Ich glaube, der steht bei mir. Jetzt nicht mehr. Der hätte mich jetzt wunderbar wegrasieren können. Der eigentlich auch. Mal schauen, was wir rauskriegen. Denn die haben immer so... Oh ja, immerhin... Mal was Gutes. Ah. So, wo ist denn der Rest von denen? Ah ja. Der ist tatsächlich gar nicht mehr, schlecht. Aber wo sind die ganzen Pfeile gelandet, die ich hier verschossen habe? Da mal ein. Da steckt noch einer. Oh, die lassen die Waffen jetzt anscheinend fallen. Wo sind eure Waffen? Mitunter vielleicht. Nicht immer, aber vielleicht lassen die ab und an jetzt wenigstens die Waffen fallen. Das ist schön. Und ich würde tatsächlich gerne mal den hier nehmen. In der Hoffnung, dass ich jetzt mehr abbauen kann. Nee, das geht immer noch nicht. Oh. Naja, wenigstens habe ich ein paar von den Sachen wieder. Es hätte deutlich schlechter ausgehen können. Vor allem der hinter uns hätte uns richtig erwischen können. Aber deshalb macht man das ja so. Wenn ich einfach durchgefahren wäre, ich glaube, die hätte mich einfach weggeschossen. So, hier bei diesem Gasding gab es ja dann wieder... Muss ich ja gleich darauf achten, dass ich gleich nicht weggeschossen werde wieder. Hier ist schon mal keiner drin. Gibt es hier irgendwas zu klauen? Das werde ich jetzt brauchen. Noch mehr als den Vorschlaghammer. Den habe ich nur so mitgenommen für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Ich dachte, hier spawnt wenigstens irgendwas mal wieder. Aber so ist es realistisch. Okay, Feuerholz, klar. Es kann auch sein, dass ich das einfach abliegen lassen. Kann auch sein, dass ich hier ein paar Sachen einfach nicht mitgenommen habe das letzte Mal. Und jetzt bewege ich mich eigentlich schon in gefährlichen Gefilden. Denn wenn ich hier rumlaufe und der Scharfschütze ist da hinten gespawnt. Okay. Kann sein, dass ich das letzte Mal nicht hatte. Das kann gut sein. Ich weiß es nämlich gar nicht hier. Oh, Reifen. Die sind jetzt vielleicht auch mittlerweile selten geworden. Das könnte ganz gut sein. Und da hätten wir nochmal... ein Dings für meinen Inventarslots. Man sieht fast nicht, wie das zusammengebaut ist. Guck mal kurz hier hinten. Problem ist, ich glaube, irgendwo da hinten sind sie. Das heißt, ich muss mich wahrscheinlich mit zwei Scharfschützen messen. Einmal den, den wir da hinten finden, da oben, der jetzt wahrscheinlich gleich auf mich schießt.
Seiden, wir haben Glück und da oben ist gerade keiner. Weil ich bin ja schon mal hier gewesen und hatte gl das Glück, dass da oben wirklich keiner war. Okay, ich glaube, er ist da. Ich glaube, er ist da. Also. Ah! Boah, ich. Der Typ ist echt gut. Ah ja, das hätten sie vielleicht mal verbessern können, dieser ewige. Dieses ewige Laden. Aber das ist echt Wahnsinn. Wie zur Hölle sieht er einen denn so gut? Ja, okay, ich bin jetzt rumgelaufen, aber ich weiß, dass gerade diese Scharfschützen, die müssen gerade mal in eure Nähe schauen und wissen sofort, wo ihr seid. Ich glaube, ich habe ihn. Der geht nicht mehr nach Hause zu seinen Kindern. Der auch nicht. Ein Verletzter. Noch einer. Das ist noch. Okay, ich glaube, es sind maximal drei unten und einer oben. Schätze ich mal. Sagt er und wurde plötzlich in den Rücken geschossen. Ach klar, der guckt nicht mal. Komm gefälligst her, du Affe. Ich glaube nicht, dass ich dich dadurch erschießen kann. Geht aber trotzdem. Den hier versuchen wir mal lieber nicht wegzumachen. Der könnte uns in Zukunft noch nützlich sein. Kann ich hier hoch? Da könnte was oben sein. Und ich möchte auch mal anmerken, ich habe Rüstung an. Und er hat mich trotzdem problemlos weggeschossen. Also die Rüstung bringt nicht wirklich viel. Und gerade durch die Tatsache, dass es hier irgendwann keine Rüstung mehr geben würde, wäre ein Händler echt nicht schlecht. Oh, guck mal, unser Schatten. Wir haben bloß ein Gewehr, was sich bewegt. Es gibt nämlich auch noch keine Verwendung für das Gold zum Beispiel. Das eingeschmolzene Gold kann man überhaupt nicht verwenden. Das vom Rasenmähen, dann habe ich immer Husten in letzter Zeit. Okay, nehmen wir mal die hier. Ernsthaft, sind die Leichen schon weg? Der Danke. Danke, Spiel. Ah, immerhin. Es ist nett, dass die Leichen so schnell despawnen von denen. Vielleicht habe ich oben Glück und ich krieg noch. Oh ja, das hier ist okay. Vielleicht kriege ich hier. Ja. Okay, der ist noch da. Ah, Hunting Rifle. Und ein leckerer Apfel.
Das Ding war leer. Das habe ich ihm garantiert schon mal gelootet. Oh, das sind gar nicht mal schlechte Westen. Die Tür ist relativ klein, aber das ist okay. Konnte man hier schon immer hoch? Kann ich überhaupt hoch? Anscheinend nicht. Oh, guck mal, der hat ja noch. Sag, was für Schweine. Haben die jetzt mittlerweile mehrere Scharfschützen hier? Aber wenn man tatsächlich. Das ist noch von früher. Wenn man tatsächlich öfters jetzt Waffen findet, dann gibt es auch eine ganz gute Möglichkeit, an bestimmte Sachen zu kommen. Das ist auch ein Basic-File gewesen, die ich früher immer verwendet habe. Eigentlich auch immer noch. Da kommt man immer noch nicht durch. Das ist okay. Irgendwo hier muss ich langfahren. Ich glaube hier. Wenn ich gleich erschossen werde, weiß ich, dass ich richtig bin. Das war jetzt kein Schuss. Hat mich aber trotzdem erschreckt. Ich will ehrlich sein, ich will nicht so nah hier bleiben. Bin ich dann letzten Endes noch im Kreuzfeuer? Ja, schön. Irgendwo hier muss es was geben. Ja, ich werde zumindest schon beschossen. Keine Ahnung, wo das war. Und das meine ich ja, das. Du hast absolut keine Ahnung, wo die sind. Und die ballern dich einfach weg. Die wissen sofort, sobald du irgendwie in Reichweite kommst, schießen die auf dich. Und das ist wirklich so. Die sind einfach so mega übertrieben. Wenn du nämlich nicht weißt, wo die sind, hast du keine Chance. Und die wissen halt sofort, wo du bist. Sobald du in Reichweite bist, sehen die dich. Ich habe auch kein Symbol gerade irgendwie gesehen, in dem stand, dass ich gesehen werde. Und du hast halt auch keine Chance irgendwie gegen die. Wo könnten die sein? Absolut nichts. Oh, warte mal. Oh. Ich dachte, die sind hier links. Aber die sind ja rechts. Ja. Wo waren das gerade? Ich hab's doch gerade gesehen. War da nicht gerade was? Die Bäume machen das Ganze jetzt nicht leichter. Und Deckung kann ich jetzt auch nicht wirklich finden. Der ist garantiert irgendwo da oben. Da ist er. Boah. Ich habe ihn wenigstens gefunden. Aber das ist auch wieder so eine Sache. Die sehen dich halt einfach durch die Äste durch. Du siehst aber nichts von denen. Kommt man sich fast so vor wie so im Shooter mit. In welchem Teil war das? In irgendwann nicht Medal of Honor, wie heißt diese andere Art? Ach, ich komme gerade nicht drauf. Aber da gab es auch so einen Teil, da konnte man im PvP gab's Wald. Und wenn da ein paar Cheater dabei waren, die haben ihn ausgeschaltet, die konntest du über die ganze Karte sehen, das war so Mist. Und die haben mich halt wirklich. Du bist irgendwo gekommen und wurdest sofort erschossen.
Da oben ist er irgendwo. Das hat natürlich nicht viel gebracht, wenn ich mich da hinten versteckt habe. Aber ich sehe also gar nichts. Dieses perfekt vom Wald umschlossen. Ja, das ist bestimmt besser, wenn ich mich hinter die Bäume stelle. Passt. Das war ein Blindschuss. Das war kein Blindschuss von ihm. Oh, ist das mies. Du siehst ja, ich sehe ihn nicht. Er hat zwar erst dieses Auge über seinem Kopf, aber danach ist er einfach nur noch getarnt. Und die Bäume stehen halt wirklich überall um das Ding. Und einfach reinschießen bringt ja nichts, habt ihr gerade gesehen. Ich weiß ja nicht mal, wenn ich wenigstens wüsste, in welchem Bereich ich schießen müsste. Aber erstens läuft er rum. Ich kann es noch versuchen von der ganz anderen Seite. Vielleicht habe ich da eine bessere Chance. Und zwar von hier drüben, das könnte ich noch versuchen. Oh, fliegende Bäume. Standard in diesem Spiel. Wenn diese Scharfschütze nicht wäre, dann wäre es auf jeden Fall schon einiges leichter. Okay. Jetzt, hier ist es besser. Ist bloß keiner da. Aber wollt ihr mich verarschen? Ist jetzt keiner mehr da? Ich glaube, hier war ich schon mal. Ach, jetzt gibt es einfach keinen Scharfschützen mehr, oder was? Wenn ich runtergehe, ist er wieder da. Der hat mich. Der war gerade nicht da. Der war doch gerade nicht da. Warum ist der plötzlich wieder da? Was ist denn das für ein Mist? Ja, wenn du nah genug rankommst, dann ist er plötzlich da und knallt dich ab. Wenn du weit weg bist, dann findest du den nicht. Wie gemein. Ich hätte halt die besten Chancen gehabt, ihn da oben wegzuschießen. Aber er war nicht da. Vielleicht, wenn ich aber geballert hätte, sinnlos. Aber das ist ja total blöd. War ich zu weit weg, um ihn anzu. Spawnt er erst, wenn du nah genug ran bist. Vor allem, ich habe ihn kurz gesehen zwischen den Blättern. Und du hast halt auch nicht wirklich Chancen, weil der ballert dich halt sofort weg. Keiner da. Wenn ich jetzt wieder rangehe. Sehe ich nicht mal, wo die Plattform ist, aber. Da ist er. Schön. Oh, endlich. Gut, der steht nicht mehr auf.
Speichern bringt ja auch nichts, weil die respawnen ja, sobald ich... Sobald ich geladen habe, sind die ja wieder da. So ein Heckenschütze ist schon was Gemeines. Wenn man es nicht selber ist. Kriegen die es nicht mit, weil sie denken, ihr eigener Typ schießt darum, oder? Ist auf jeden Fall sehr munitionsspannend, muss ich sagen. Im Gegensatz zu der Waffe hier, aber... Scheiße. Scheiße. Ja, damit wird es bestimmt klappen. Ich verblute wahrscheinlich vorher. Ne, Glück gehabt. Die wollte ich eigentlich haben. Ah, okay. Wow, das waren jetzt doch noch mehr als erwartet. Oh ja, der Zucker dabei auch schön. Nichts, was mir jetzt groß weiterhilft, aber man will ja nicht meckern. Oh, okay. Ein Glück habe ich den mitgenommen. Wie wir sehen, verletze ich Hand und Fuß dabei. Was war das hier? Ich hätte eigentlich echt gedacht, ich verblute. Bin ich froh, dass ich mich geirrt habe. Alte Lumpen. Die ist aber eigentlich auch nicht viel wert. Kann ich das nicht auch zerlegen? Tatsache. Dann machen wir das auch. Vielleicht muss ich eine neue Brechstange gleich herstellen. Kannst du behalten. Die brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Da bin ich, glaube ich, ganz gut ausgerüstet. Oh, jetzt kommt Nebel. Ah, immerhin.
Ich brauche es nicht, aber ich kann es auch nicht mitnehmen. Schade, dass man sich so nicht besser, schneller... Ach du meine Güte. Und Lockpicks haben wir auch dabei.